Hallo und herzlich willkommen, liebe Paragon-Community. Es ist wieder soweit, ein neues Deck aus dem Hause Final Gaming ist erschienen. Ich bin der Bachi und stelle euch heute das Gadget Speedbomb Deck vor. Wie der Name schon vermuten lässt, geht es hier um 4 Geschwindigkeit. Aber nicht nur Geschwindigkeit mit schnellen Bomben, sondern auch um die Geschwindigkeit von Gadget an sich. Mit dem Deck kannst du schneller ihre Fähigkeiten einsetzen und dich durch Skills überwiegend schnell bewegen. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich dir jetzt. Willst du das Ganze in einem Gameplay sehen, dann schau auf dem Rapsplay-Kanal vorbei. Auf geht's zum Deckersteller. Wenn du dir das Decker Speedbomb Deck baust, dann wählst du bei der Hauptkarte den Kriegsherrn aus und startest direkt mit einem Heiltrank, einem Mana-Tank und einem Zaubertoken. Die erste Karte, die du dir baust, wenn du zurück in die Base gehst, ist das Schutztruten des Zenkers. Damit hast du die Möglichkeit, Wards zu platzieren, um dir zum Beispiel die Flussbuffs zu sichern. Diese Karte kannst du im Laufe des Spiels ausbauen oder aber du baust sie direkt voll komplett aus. Wenn du dann genug CP gesammelt hast und dich weiter ausrüsten möchtest, dann gehst du zurück in die Base und kaufst dir den herrlichen Diamant. Diese Karte ist gerade im Early besonders sinnvoll, da du durch sie Mana-Regeneration bekommst, das auf jeden Fall vonnöten ist, da ihre Skills sehr viel Mana kosten. Hier kannst du dich auf 5 Aufwertungskarten entscheiden. Du kannst sie mit 2-mal zaubern, 1-mal leben oder mit 3-mal leben ausbauen, je nachdem, wie es in der Situation gerade nötig ist. Damit der Name Speedbomb auch Bedeutung verliehen bekommt, kaufen wir uns jetzt die dritte Hauptkarte und das ist das Immerglas. Bei dieser Karte bekommst du für jede Sekunde, in der eine Fähigkeit von dir trifft, 40 maximale Bewegungsgeschwindigkeit hinzu. Das kannst du super mit deinen Fähigkeiten hier kombinieren, denn Gadget hat Fähigkeiten, die auch über längere Zeit wirken und für jede Sekunde, die diese Fähigkeiten treffen, bekommst du 40 maximale Bewegungsgeschwindigkeit hinzu. Es kann natürlich sein, dass du ein Gegnerteam hast, was sehr, sehr viel Schaden fährt, da wir aktuell eine Burstmeter haben in Paragon. Daher empfiehlt es sich, bei den nächsten beiden Karten, von denen du dir eine aussuchen kannst, clever zu entscheiden, was in der Situation nötig ist. Wir haben einmal als nächste Karte den sogenannten Zeitstachel. Diese Karte gibt dir voll aufgewertet einen Bonus auf deine Abklingzeiten. Das heißt, du kannst deine Skills viel früher einsetzen. Außerdem wird diese Karte mit Macht und Mana ausgebaut. Die andere Karte, die wir zur Auswahl haben, ist die Willensbarriere. Diese Karte hat eine aktive und eine passive Fähigkeit. Die aktive Fähigkeit erlaubt es dir und deinen Verbündeten ein Schild zu geben, welches auf deinem Spielerlevel basiert. Die passive Fähigkeit gibt allen deinen Verbündeten in der Umgebung 7 Standardrüstung und 4 Fähigkeitenrüstung. Diese Karte wird mit 3-mal Standardmana aufgewertet. Falls du in den herrlichen Diamanten etwas weniger Leben reingebaut hast, jetzt aber im Late Game merkst, dass du doch etwas Leben mehr benötigst, kannst du dir als nächste Karte das Amulett des alten Magiers kaufen, das dir voll aufgewertet nochmal 100 Leben dazu gibt. Diese Karte wird mit 3-mal 3er-Macht aufgewertet. Oder aber du möchtest noch schneller unterwegs sein und dein Team unterstützen, dann kaufst du dir die Tempusperle. Mit dieser Karte kannst du dich und dein Team um 100 maximale Bewegungsgeschwindigkeit verschnellern. Diese Karte wird mit 3x 2er Zaubern aufgewertet. Kommen wir nun zur letzten Karte in diesem Deck. Hier hast du die Möglichkeit zwischen 3 Karten zu wählen. Wir haben einmal die Magna-Linse. Mit dieser Karte kannst du Durchdringung, Mana-Regeneration und etwas Macht bauen. Die nächste Karte nach der Magna-Linse wäre der Stab der Quelle, wenn du etwas mehr Schaden und Mana benötigst und schon abgeschätzt hast, dass Durchdringung jetzt nicht nötig ist, weil der Gegner keine Fähigkeitsrüstung gebaut hat. Oder aber du sagst, du benötigst etwas Leben und Durchdringung, dann baust du dir für 10 Kartenpunkte die Hand des Propheten. Damit sind wir mit allen Karten von dem Gadget Speedbomb Deck durch. Wir wechseln jetzt auf eine zusammengefasste Ansicht, die ich für euch vorbereitet habe, damit ihr einfach nochmal seht, was euch das Speedbomb Deck alles an Möglichkeiten bietet. Dies ist eine zusammengefasste Ansicht des Decker Speedbomb Deck. Wir haben hier deine Fullbild-Hauptkarten. Diese bestehen aus diesen drei, den Immerglas, dem herrlichen Diamant und dem Schutztotem des Zenkers. Das heißt, diese Karten hast du auf jeden Fall in deinem Deck. Kosten dich voll ausgerüstet insgesamt 27 Kartenpunkte, geben dir Bonus-Sets in Form von HP, Mana, Mana-Regeneration und Macht. Dieser Querstrich hier bedeutet, da wir ja den herrlichen Diamant drinne haben und dieser ja mit 3 Leben ausgerüstet werden kann, würde er, wenn man 3-mal Leben ausrüstet, maximal 550 HP dazugeben. Wenn man nur den herrlichen Diamant als Bonus nimmt, sind es 100 Leben. Als Bonusfähigkeiten durch diese drei Hauptkarten erhältst du das Platzieren von Schutztotems und den Speed-Up bei einem Skilltreffer. Die Karte 4 bis 6 setzen sich aus denen 6 Karten hier zusammen. Du kannst hier jeweils pro Kartenslot entscheiden, welche der 2 Karten du mitnehmen möchtest. Verursacht der Gegner zum Beispiel sehr viel Schaden an dir und deinem Team, dann empfiehlt sich die Willensbarriere mitzunehmen. Bist du allerdings schon ahead, dann empfiehlt es sich, den Zeitstachel mitzunehmen, um deine Fähigkeiten noch schneller einzusetzen, um noch mehr Output aus deinen Skills zu holen. Ist der Gegner viel am Roamen
und ihr kommt nicht rechtzeitig hinterher, empfiehlt es sich, die Tempusperle zu kaufen, denn dann kannst du dich und dein ganzes Team komplett verschnellern. Oder aber du benötigst etwas mehr Leben und etwas mehr Schaden, dann baust du das Amulett des alten Magiers. Wenn der Gegner viel Rüstung gebaut hat, in Form von Fähigkeitsrüstung, was bedeuten würde, dass deine Skills weniger Schaden machen, dann kannst du dir die Magna-Linse kaufen, denn die bringt dir Fähigkeiten durch Dringung. Hat der Gegner keine Rüstung gebaut, dann kannst du auf Macht, Mana und Mana-Regeneration gehen. Wenn du dir einfach mal anschauen möchtest, wie das ganze Deck funktioniert, dann kannst du auf dem Raps Play-Kanal vorbeischauen. Dort wird der Sonic das Gadget Speedbomb Deck mal ausprobieren und euch einfach mal so ein bisschen zeigen, wie man dieses spielt. Ihr könnt ja einfach mal unten drunter in die Kommentare reinhauen, wie ihr dieses Deck hier spielt. Baut ihr eher die Willensbarriere, Tempusperle oder Stab der Quelle? Oder sagt ihr eher, nee, ich muss meine Fähigkeiten schneller einsetzen, brauche mehr Leben und etwas Fähigkeitendurchdringung? Wie auch immer, schreibt es einfach mal drunter. Würde mich interessieren, wie ihr das spielt. Ja, dann sind wir mit dem Decker Speedbomb durch. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann bei dem nächsten Deckguide. Macht's gut, bis dann. Tschüss.